Hallo und Vivi und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Mod Mania. Ja, was wir heute machen, wir gehen minen. Jetzt denken sich Leute, will der uns eigentlich verarschen? Der hat doch was ganz anderes gesagt gehabt. Ja, das stimmt. Ich will euch verarschen. Nein, wir müssen minen gehen, damit wir Erfahrung bekommen, damit ich mein Schwert richtig nutzen kann, damit wir, ja, in erster Linie wollte ich sowieso minen gehen. Holz. Deswegen, ich wollte doch minen gehen, oder? Mich eigentlich ganz bekloppt? Wieso bin ich davon abgegangen? Wo sind denn meine Torches? Habe ich die da reingetan? Oder habe ich die etwa im Kampf verloren? Ne, da sind sie doch. Mein Reazzo mitnehmen. Meine drei Eisen-Ingots mitnehmen, damit ich mir da draußen noch eine Eisen. Slimeball, Slimeball, Slimeball. Pineapple Cubes nützen mir gerade nichts. A Stone Axe nützt mir vielleicht was. Vielleicht muss ich hier irgendwo was machen. Ja. Eine Schaufel. Dann wird dasselbe mitgenommen wie schon einmal. Aber diesmal gehen wir. Ja, aber da habe ich ja schon alles, ne? Oder habe ich letztens auch mal wieder was Neues gefunden? Und unter der habe ich das Gefühl, spawnen nicht so viele verrückte Monster. Das mit der Farm können wir dann auch noch später machen. Ist ja nicht so, als bräuchten wir die unbedingt. Hä? Wie komme ich denn normalerweise hier runter? Ach so, so. Und da ist auch wieder das Wasserding. Also hier haben wir auch noch unsere hier, Treppensystemstufen. Lol. Hä? Wächst da Gras? Was ist das? Gras. Warum wächst da Gras? Hä, was ist das? Wieso habe ich das nicht abgebaut? Konnte ich das nicht? Hä, doch, kann ich. Hatte ich das damals hier? Copper Oreberry Bush. Okay. Amber Bearing Stone. Nehme ich mit. Mir gefällt in diesem Texturenpack die Spitzhacke nicht so. Ich finde die mal ultra hässlich. Ist das alles Marble? Okay, das ist crazy. Wenn ich ein Marblehaus bauen will, dann kann ich das. Oh, guck mal da. Haben wir noch was entdeckt, weil wir von unten gekommen sind. Wow. Voll die schönen Effekte. Wuschum. Stormcraft, ne? Beschäftigen wir uns auch noch mit Stormcraft und dann haben wir unsere Magie. Brauchen wir nicht unbedingt den AS Magic Mod. Für die, die jetzt traurig sind, die unbedingt den Magic Mod haben wollten. Was habe ich denn hier überhaupt? Eine Steinpickaxe. Kein Wunder, dass ich nichts abbauen kann. Ich laufe nochmal zurück. Ist nicht vorbei. Ich muss nochmal zurück. Bauen wir eine Eisenspitzhacke. Mit der kann ich nämlich zumindest dann alles andere abbauen. Weiß auch nicht schon wieder, wo meine anderen Sachen sind. Nee, Ofen nicht. Ich wollte einfach nur eine Eisenspitzhacke. Die erkennt man wenigstens auch nicht. Ohne Scheiß, ich erkenne diese. Ich erkenne den Unterschied zwischen Hacke und Eisen nicht. Also zwischen Hacke und Peter. Alter, ich habe auch Sprachstörungen. Warum sind die eigentlich überall, diese Wanderer? Haben die keine Hobbys? Oha, das ging schnell. Und wieso sieht mein Unterwasser, wenn ich keine Luft kriege, so aus, als hätte ich CDs? Kann ich jetzt damit auch abbauen, ne? Das dachte ich mir nämlich schon. Ich meine, das hatte ich auch schon mal abgebaut. Lead Ore. Ich habe vieles schon abgebaut, aber wir brauchen eigentlich Sachen, woraus. Ich habe ganz viele Modpacks mit ganz vielen verschiedenen, wo man Dinger bauen kann, ne? So Spitzhacken und dies, das, aber ich habe sie nicht. Also, wo? Es wird Nacht, ne? Es ist Nacht. Dann würde ich sagen, graben wir uns einfach mal hier so rein. Ja. Sag ja. Obwohl gerade das ist, was ich nicht unbedingt haben muss. Solange bis wir auf den Dungeon treffen. Warum glühe ich so komisch? Also wegen wahrscheinlich mit meinem Jump Boost. Ah,
Das sind aber jetzt keine Diamanten, oder? Ne, schön wär's. Ach so, das steht. Steht sogar da, was das ist. Das sind aber keine Diamanten. Das wäre echt krass gewesen, wenn das jetzt Diamanten gewesen wäre. Wäre ich bester Mensch. Der einfach random irgendwo hingräbt und immer Zeug findet. Ja, um die ganzen Mods zu nutzen, brauchen wir erstmal eine Grundausstattung. Das ist das Problem. Bei ganz vielen brauche ich Diamanten und das ist schon wieder Gravel. Da kann ich auch meine Schaufel benutzen. Dafür habe ich die ja mit. Da haben wir Salzstein. Weiß jetzt nicht, ob ich den unbedingt abbauen muss. Und so wie es aussieht, habe ich zwar ein Händchen für Ores, aber kein Händchen für Dungeons. Weil hier ist scheinbar keiner. Was schade ist. Ich nehme einfach meine Lichtquelle weg, ich Trottel. Ja, hier ist scheinbar echt keiner. Salzstein lasse ich mal da liegen. Suche ich halt woanders. Ich meine, da. Grabe ich einfach mal da geradeaus, Mann. Das hier ist eine Schlucht. Normalerweise sind in Schluchten immer Dinger. Ah, ich mache natürlich mit Steinaxt. Warum sollte ich meine Eisenspitzhacke verschwenden, wenn das auch ohne Eisenspitzhacke funktioniert? Und hier muss ich wenigstens nicht direkt Angst haben, dass irgend so ein fieses Mob ankommt und mich tötet. Weil ich hier unten alles ausgeleuchtet habe. Bin ich da mir ziemlich sicher, dass ich da keine Probleme haben werde. Wobei ich Probleme haben werde, ist endlich mal voranzukommen. Das da ist eine lasse ich, damit ich Licht habe. Und dann spawnen Mobs und dann bin ich gearscht. Aber das lassen wir mal eingestellt. Ja, das kann ich gerade nicht. Doch, kann ich schon. Meine Güte. Und wenn ich Glück habe, kann ich mir da draus. Warum soll ich mein Glück fragen, wenn ich auch einfach nachgucken kann? Lass mich raten, ich habe kein Glück. Erst jetzt plötzlich sortieren und Dingens. Ja, ich habe kein Glück. Man kann daraus wieder nichts machen. So. Ich bin zur Seite gegangen, kann das sein? Ich wollte eigentlich gerade. Was ist das hier? Zinnohr. Kann ich auch nichts draus machen. Ich brauche diese einen Ohrs, wo draus ich hier Spitzhacken und so machen konnte. Das war nicht schlecht. Richtig Wurms-Feeling. Zinnohr. Nee, das klingt wie Hobbit. Keine Ahnung, auf jeden Fall so. Gerade nach Hause gekommen. Ich weiß nicht mehr, ob ihr die Musik richtig hört. Ich bin ja dafür bekannt, dass bei mir entweder die Videos zu leise oder zu laut sind. Und, oder zu dunkel. Pass auf, haha, wieder hell. Was für ein Skill, wie hast du das denn gemacht? Tja, ganz einfach. Hier ist wieder, ich baller dein Inventar zu Ohr. Zu Ohr. Ach komm schon, ich brauch doch nur eine Höhle oder so. Kann ja nicht so schwer sein, eine verdammte Höhle zu finden und dann treffe ich auf Erze, die ich nicht abbauen kann. Bis ich da durch bin, habe ich schon wieder meine ganzen meine Speiden Eisenspitzhacke verbraucht. Ich finde ja auch kein Eisen. Wenn ich wenigstens Jackpot. Nicht so Jackpot. Aber Jackpot. Da ist auch Eisen. Erstmal diese bunten vielen Ores mitnehmen. Egal. Ich bin auf jeden Fall jetzt an einem Ort angekommen, an dem mein Inventar voll ist. Kein Problem. So. Hier baue ich mir jetzt nämlich eine Explorer Station. Dieser blöde Hurensohn. Dieser blöde Hurensohn, hier kann er nicht rein. Okay, baue ich mir halt hier eine Explorer Station. Ich verstehe schon. Wollte mir nämlich gerade eine Kiste bauen und Sachen da rein tun, dann kann ich die nämlich auch nicht mehr verlieren. Give me. Und
Steine weg. So. Steine weg. Steine weg. So. Alter. Fucking Endermänner, ne? Ein Backpack hätte ich gebrauchen können. Wieso habe ich mir den nicht gemacht? Da brauchen wir bestimmt nur Leder. Mann. Bin aber auch ein Spaß. So. Was? Ich habe 4 solches Dingensquarz. Daraus kann ich ein Dingens machen. Wie geil. Border Shard. Ja komm, erstmal alles reinlegen. Ich muss halt nur aufpassen, dass Endermänner nicht wieder vorbeikommen und mich versuchen zu töten. Er hätte vielleicht auch ein bisschen mehr Essen mitnehmen sollen, so. Nicht nur 9 solche Dinger. Boah, dieser Enderman, ne? Der hat's mir echt gegeben. Trauma. Ja, das ist jetzt hier meine Station. F3. Ich brauche nicht länger. Ich kann ja das Video dann auf Pause machen. Nur für den Fall. Ah ja, ich sehe ja, wo ich gestorben bin, Mann. Das ist ja okay. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal wieder ein Ding ins Meer, das ist schon mal ganz gut. Also eine Ersatzspitzhacke, falls die eine kaputt geht. Und ist der eigentlich gestorben? Wenn ich Glück habe, ist der in die Lava gefallen. Ja, da unten sind Erfahrungspunkte. Da ist tatsächlich jemand gestorben, aber der Enderman? Der glänzt es auch. Sich da mal runter? Ja, da müssen wir runter. Bevor das Zeug despawnt. Da ist auch Eisen. Aber nur 2. Oh, ist es verbrüht. Oh, was ist das? Ach so, ich dachte, hä? Was ist das für eine komische... Hey, hier sind einfach nur Erfahrungspunkte. Einfach nur random. Mal wieder sehr gefährlich hier. Gut, dass ich Cobblestone mit habe. Hier hätte ich nämlich gerne das Eisen. Ach nö, das fällt da rein. Kein Problem. Professor Shia hat alles im Griff. Tada! Dead Skill. Schon mal so viel Skill mit einer Spitzhacke gesehen, ich nicht. Boah, ich freue mich. So viel Eisen. Ein grünes komisches Ohr, was ich mitnehme. Auf der Hoffnung, ich kann mir daraus Sachen craften. Wir hätten einfach direkt von Anfang an weiter... umherlaufen sollen, um die ganzen Sachen zu besorgen. Und noch mehr Eisen. Eisen ist Eisen ist Eisen ist Eisen. So. Erstmal dafür sorgen, dass es hier ein bisschen sicherer wird. Vor allem bei meinem Aufzug. Ja, das habe ich jetzt zu meinem... Da ist der Looter. Der klaut einem Zeug, wenn er... Hätte ich jetzt einen Bogen, hätte ich ihn abgeschossen. Aber so, nö. Bin der schlechteste Aufzugfahrer, den es gibt. Dunkel. Wow, wow, wow. Moment, ich habe hier... Oh, noch Mushrooms. Ich natürlich mit. Ist das hier eigentlich? Ne, da habe ich einfach nur so hingetan oder was? Hey, wie weit hoch muss ich denn noch? Hä?
Schon wieder verlaufen. Egal. Mehr Eisen. Ah, jetzt läuft es langsam mit Eisen. Wenn wir genug Eisen haben, können wir auch endlich cooles Zeug bauen. Freue ich mich schon. Aber am wichtigsten finde ich jetzt momentan echt Eisen zu haben. Ohne Eisen kann man nicht reisen. Boah, war der schlecht. Kohle! Alter, Kohle habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Kohle scheint auch richtig rare geworden zu sein. Na gut, wenn Kohle dann kommt, ne, dann haben wir natürlich genug auf einen Haufen. Aber wenn wir keine Kohle finden, dann haben wir auch irgendwann... Gut, wir haben noch Holz. Auf jeden Fall möchte ich mir dann... Ich bin auch mittlerweile Level 5, das heißt, ich kann mein... so ein Eisending bauen. Sollte ich dann vielleicht auch machen. Damit mein Schwert einen Namen bekommt. Oha, hier läuft irgendwo ein Hollow rum. Guck mal hier. Konnte ich sogar noch abbauen, ohne Probleme. Wo ist der Hollow? Da ist der Hollow. Gut, es ist gerade Tag. Das ist natürlich positiv. Stone Axe, Stone Axe, Iron Axe. Ich muss dahin schnell zurück. Ich sollte mir nicht so viel Zeit lassen. Warum ich das jetzt mache? Weil ich brauche ja... ich möchte nicht so eine weißen Kreuze. So. 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 Nee. Nee, nee, nee. So. Einmal. Zweimal. Mehr brauche ich nicht. Wo ist mein Todesurteil gewesen? Ich gehe mal davon aus, da hinten. Wieso ich davon ausgehe? Naja. Warum sollte ich sonst an dieser Stelle sterben? Wenn ich genau auf dem Punkt bin, kann ich mich einfach nach unten graben. Da, siehst du dieses, wo vorher das magische Wasser war, ist jetzt nichts mehr drin. Ich bin aber auch ein Sterberling. Wenn ich mich genau an dem Punkt runtergrabe, so hier, aber ich bin auch gar nicht so weit weg von der Stadt. Muss ich ja genau... Oh, brauche ich viel Energie, um mich runterzugraben. Und natürlich komme ich auf Eisen. Sonst treffe ich nie Eisen. Und bestimmt sei jetzt auch Eisen. Nee, ist es nicht gut. Sorry Eisen, aber ich muss gerade an dir vorbei. Ich musste mein Zeug. Und das ist wichtig. Weil ich habe so viel Eisen, das möchte ich jetzt nicht gerade... Oh mein Gott. Auto, bau dich rum um Eisen, Alter. Schneller. Schneller. Muss runter. Ich muss runter. Mein Zeug wartet auf mich. Mein Zeug wartet. Und es wartet. Und es wartet. Hier ist Marble. Das heißt, ich baue den Marble mal ab, weil... Fuck, nicht, dass mein Ding jetzt gleich leer ist. Oder ich an dem Ding vorbeigrabe. Oh mein Gott, das wäre kacke. Schaufel. Schaufel. Ah. Mein Zeug ist in Gefahr. Hätte einfach irgendwo in diese Schlucht reingehen sollen. Und nicht mich versuchen, genau an dem Punkt runterzugraben, weil... Als ob das klappt. Provides mit Licht. Nehme ich halt die Kohle mit. Schneller. Mein Zeug despawnt irgendwann. Fucking Hollows. Licht. Fuck. Und das ist geschehen. Aber kein Problem.
Ich bin vorbereitet. Jetzt habe ich auch Steine. Komm her, meine Steinspitzhacke. Ich höre Wasser. Das heißt, ich kann nicht mehr so weit weg sein von Zivilisation, dass wir hier nach rechts graben. Jetzt ist das Wassergeräusch weg. Jetzt kommt das Wassergeräusch näher. Ist das Wasser jetzt in meiner Nähe oder nicht so? Ich sehe auch schon wieder nichts. Hä? Mann! Der Drumgeöre, jetzt ist die Folge schon wieder viel zu lang. Was ist das? Wieso komme ich daran nicht vorbei? Oh mein Gott. Sorry, dass ich gerade so leise bin. Ich bin echt angespannt. Ich will mein Zeug. Aber so wie es aussieht, ist es gleich weg. 5 Minuten Despawn-Rate. Wie kann das denn sein, dass ich auf keine Höhle treffe? Ist das hier eine Höhle? Kann es denn sein, dass ich schon wieder nicht sehe? Kann ich das hier irgendwo hinlegen? So, leuchtet das? Nee. Fuck, Mann! Hier, das leuchtet. Der Punkt zeigt doch genau da an, wo ich gestorben bin, oder nicht? Ich bin vielleicht 2, 3 Zentimeter neben dem Ding. Aber mehr auch nicht. Und wieso ist jetzt hier überall dieses Zeug, wo ich nicht vorbeikomme? Hat er denn Ernst? Was soll das? Hä? Das ist aber nicht. Doch, das ist Bedrock! Oh mein Gott, ich bin viel zu tief! Ich bin auf dem Boden. Hätte den Wassergeräusch, wenn ich das Wasser nicht mehr höre, hätte ich auch nicht mehr weggehen sollen. Pass auf, jetzt gleich kommt Lava von oben, bin ich wieder tot. Und da ist mein nächstes Ding ins kaputt. Ah, so was Unorganisiertes wie mich, ne? Ich bin aber auch schlecht. Schneller. Ich habe immer noch Hoffnung. Jetzt höre ich nämlich immer noch Lava. Schneller. Geh weg. Ich habe noch eventuelle Sachen zu holen. Wahrscheinlich alle despawned sind. Ist das hier gewesen? Nö. Es kann sein, dass das hier gewesen ist. Doch, das wird hier gewesen sein. Schade. Alles verloren. Fuck, Mann! Bin der Schlechteste. Bin ja noch runtergefallen. Naja. Von was wurde ich jetzt angegriffen? Tin Orberries, Tinkerbusch ist gefährlich oder was? Ich würde sagen,
Ah ja, das ist scheinbar wirklich gefährlich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich habe nichts. Bis dahin.